Ich bin Genossenschafter und Sponsor, weil ich aktiv einen Beitrag zu der Atmosphäre und zum Leben von Wetzikon beitragen möchte. Es ist für mich ein Bekenntnis zum Ort, gemeinsam für unsere Stadt. Als Verantwortlicher von der Stadtwerk für die Installation der Steckdose bin ich sehr gespannt, wie nachher die Beleuchtung aussieht. Und ich freue mich vor allem auf die Kreiselbeleuchtung, die mich als Wetzikon Bürger als Fotoaufnahme am besten gefallen hat. Die neue Wetzikon Weihnachtsbeleuchtung, ein riesen Erfolgsmodell, dank dem Engagement von vielen Privaten. Ich bin überzeugt, das wird eine ganz schöne Sache für Wetzikon und herzlichen Dank an Genossenschaftler, die da einen grossen Effort geleistet haben und vor allem auch den Vorstand. Danke vielmals. Nachdem im Frühling 2017 das Parlament den Kredit Bach abgeschickt hat für die Weihnachtsbeleuchtung, sind wir der Meinung, es muss endlich etwas passieren. Darum war für uns das Engagement als Sponsor und als Genossenschafter von Anfang an klar gewesen. Ich habe selber zwei Kinder und denen ihre Augen erstrahlen, wenn sie eine Weihnachtsbeleuchtung sehen. Und darum freue ich mich, dass das zustande kommt. Die Weihnachtsbeleuchtung Wetzikon ist ein exemplarisches Beispiel für ein freiwilliges Engagement. Ich unterstütze freiwilliges Engagement sehr gerne und habe ganz bewusst ein Zeichen gesetzt für den Einsatz, wo ganz viele freiwillige Helfer geleistet haben. Zudem habe ich als lokaler Unternehmer einen starken Bezug zu unserer Stadt und freue mich, Wetzikon auch in Zukunft in der Adventszeit strahlen zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Weihnachtsbeleuchtung hat das auch verdient, dass man die unterstützt, also vor allem mich auch persönlich und mit dieser Wochenzeitung Regio. Und es ist eine tolle Sache und ich ein bisschen als Highway-Wetzikon bin natürlich mega stolz, dass ab nächster Woche Wetzikon mit so einer Beleuchtung unterwegs ist